Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans. Herzlich willkommen bei diesem neuen Duell der Attraktionen. Und heute soll es mal zu einem Vergleich zwischen verschiedenen Freifalltürmen gehen. Ja, und was eignet sich da natürlich besser als Hintergrundkulisse für ein Intro, wenn nicht hier dieser Park, wenn nicht Gröner Lund mit seinen verschiedenen Türmen. Denn hier gibt es gleich 4 verschiedene Freifalltürme vom Family Freefall bis zum Skyjump, alles dabei. Und davon seht ihr auch bestimmt noch einige Impressionen hier im Video. Und ich würde vorschlagen, nach dem Intro geht's los und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und damit dann auch nochmal recht herzlich willkommen hier aus dem Studio zu diesem neuen Duell der Attraktionen. Die Idee für dieses Video kam mir dann im Gröner Lund, beziehungsweise auch schon ein paar Tage vorher, ehrlich gesagt. Denn ja, ihr habt es eben schon gesehen und ich habe es auch eben schon gesagt, der Park lebt halt sehr, sehr stark von seinen Türmen und dann natürlich ganz besonders auch eben von den diversen Freifalltürmen, die es da gibt. Und ja, da habe ich halt für mich mal gedacht, so was gibt es überhaupt alles an Unterschieden, diversen Anlagen weltweit, so was ist da auf dem Markt verfügbar und vielleicht interessiert euch das da draußen ja auch. Und ja, deswegen habe ich mir mal gedacht, das passt am ehesten in den Bereich Duell der Attraktionen, auch wenn das Ganze hier kein direktes Duell werden soll, denn dafür sind die Anlagen einfach zu unterschiedlich. Zum einen, was halt die Größe betrifft, da gibt es halt von klein bis groß alles. Zum anderen natürlich auch, was das reine Fahrerlebnis angeht, da gibt es auch teilweise sehr ja, gravierende Unterschiede. Und natürlich auch der technische Aspekt, wir haben halt zum einen einmal den klassischen Freifall und dazu auch noch die diversen Vertikalfahrten, die es da gibt. Und ja, aus dem Grunde möchte ich das Ganze nicht direkt als ja, klassisches Duell laufen lassen, sondern mehr als eine Art Übersicht bzw. Vergleich von verschiedenen Attraktionen. Aber ja, nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich gerne am Ende auch nochmal eure Meinungen schreiben bzw. unter diesem Video eure Meinungen schreiben, aber dazu komme ich am Ende dann nochmal. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt erstmal an und starten mit den kleineren und familiengerechten Ausgaben. Ein relativ weit verbreiteter Vertreter dieser Art sind die Familienfreifalltürme von Zierer. Mit ungefähr 12 Meter Gesamt- und 10 Meter Fallhöhe, der stetigen Auf- und Abbewegung sowie einer sich drehenden Gondel sind diese wahre Allrounder. Und um die Kapazität noch zu steigern, wird das Modell teilweise auch als Doppelanlage angeboten. Dem recht ähnlich fallen auch einige Anlagen des italienischen Herstellers Zamperla aus. Auch diese kommen auf eine Höhe von ungefähr 10 Meter bei immer wiederkehrenden Auf- und Abbewegungen. Hier muss allerdings oftmals auf die Drehung der Gondel verzichtet werden. Zusätzlich gibt es auch den nicht ganz so hohen, dafür aber recht häufig zu findenden und sehr kompakten Jumping Star. Fast eine Kopie davon und mindestens genauso häufig anzutreffen sind die diversen Kinderfreifalltürme von SBF Wiese. Diese Kiddie Tower oder Froghopper findet man zuhauf in den diversen Kinderländern der Freizeitparks weltweit. Und das ist dank der sehr kompakten Abmessung und ungefähr 5 Meter Höhe auch nicht weiter verwunderlich. Falls es aber dann doch etwas höher sein soll, bietet Zamperla zusätzlich den Drop and Twist Tower mit unterschiedlichen Größen von kindertauglichen 10 Metern Höhe bis zu ausgewachsenen 30 Metern oder auch den ehemals reisenden und nun fest installierten Familientower mit knapp 20 Meter Höhe an. Hierzulande vergleichsweise selten sind die Anlagen von Moser Ride. Dafür wird der sogenannte Spring Ride dann aber auch in verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen Höhen und Kapazität angeboten. Als Ergänzung dieser Produktpalette steht zudem noch eine ca. 20 Meter hohe und mit Tilt-Funktion ausgestattete Anlage zur Auswahl. Und für alle, die mit dem Begriff Tilt nichts anfangen können, Tilt bedeutet, dass die Gondel bis zu einer bestimmten Gradzahl nach vorne geneigt bzw. gekippt wird. Ein dem sehr ähnliches Produkt ist der Tilting Freefall von Beer Rides. Die vielen aus dem Erlebnispark Tripsrill bekannte Anlage ist mit gut 15 Metern Höhe zwar etwas kleiner, kommt aber auch mit einer Tilt-Funktion daher. Ungewöhnlich ist dabei auch die Tatsache, dass hier zwei Gondeln direkt hintereinander verbaut werden. Und dies im Fall vom Donnerbalken zusätzlich sogar als Doppelanlage mit aufwendiger Gestaltung. Ein für Freifalltürme recht ungewöhnliches Erlebnis bietet ABC Rides. Denn hier gibt es verschiedene Modelle, wie zum Beispiel den Dynamic Tilt Tower, der zusätzlich zum Auf und Ab auch noch mit einem beweglichen Hauptmast ausgestattet ist. So geht es aus ca. 14 Metern nicht nur hoch und runter, sondern auch seitlich oder nach vorne, was zu einem sehr dreidimensionalen Fahrgefühl führt.
Und nach dieser Fülle von Kinder- bzw. Familienanlagen nun aber endlich zu den großen und ausgewachsenen Freifalltürmen. In diesem Segment weit verbreitet und wohl auch den meisten bekannt sind die Modelle von S&S. Mit den Versionen Space Shot, Turbo Drop, Double Shot oder Combo Tower hat der Hersteller eine recht breite Palette im Angebot. Die Größen reichen dabei von 36 bis zu 65 Meter Höhe. Abgesehen von dieser Variation bieten die Anlagen von S&S im Unterschied zu vielen anderen Freifalltürmen auch ein etwas anderes Fahrerlebnis. Denn hier wird man, je nach Modell, nicht erst langsam in die Höhe gezogen, sondern direkt vom Boden nach oben katapultiert. Was vom Start weg für durchgängig hohe Gehkräfte sorgt und während der Fahrt auch mehrfach wiederholt werden kann. Allerdings handelt es sich dabei eben nicht um einen echten Freifall. Dem sehr ähnlich ist die Variante von Huss Rides. Mit dem Shot & Drop Maxi bot auch der deutsche Hersteller eine vergleichbare Anlage. Auch hier wird die Gondel vom Boden in die Höhe geschossen und bietet mehrfaches Auf und Ab. Allerdings kommt diese Version mit 51 Meter Höhe auf eine etwas geringere Größe und ist auch im Gegensatz zu den S&S-Modellen recht selten geblieben. Ein vergleichbares Pendant hat auch die Firma Zamperla im Angebot. Neben den kleineren Anlagen des italienischen Herstellers gibt es mit dem Flash Tower auch eine ca. 39 Meter hohe Freifallanlage für das schon etwas mutigere Publikum. Ein wahrer Exot ist der Hersteller der nächsten Anlage. Denn die Firma Rodelsberger dürfte wohl nur den wenigsten ein Begriff sein. Da wundert es auch nicht, dass die dort entstandene Version mit ungefähr 32 Metern Höhe dann auch kleiner als die gerade genannten Modelle ausfällt. Dafür handelt es sich bei der 2004 gebauten Anlage im Gegensatz zu den gerade genannten Anlagen um einen echten Freifall. Wieder eine typische Vertikalfahrt ist der von Maurer & Söhne hergestellte Power Tower bzw. Power Tower 2. Das heißt, dass die Gondel immer über Seile gesichert bzw. angetrieben wird und daher viele Auf- und Abbewegungen möglich sind, aber eben kein freier Fall. Dafür kommt dieser von Volksfesten bekannte Turm auf eine für mobile Anlagen schon recht stattliche Gesamthöhe von 66 Meter und eine vergleichsweise lange Fahrzeit. Wieder anders sieht es bei den Varianten der Fabric Group aus. Die Maxi- oder Scary Drop genannten Anlagen gibt es in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Größen von 20 bis zu 75 Metern Höhe. Hier fährt man in der Regel zwar nur einmal nach oben, wird dort dann aber auch in einen echten freien Fall entlassen. Dem sehr ähnlich sind die Modelle von SBF Visa. Die zwei dort produzierten Drop Tower kommen nämlich auf entweder 47 oder 70 Meter Höhe und bieten dann einen entsprechend mehr oder weniger intensiven freien Fall. Von diversen Volksfesten dürften hierzulande besonders die Anlagen von Funtime bekannt sein. Mit einer Gesamthöhe von gut 80 Meter sind Skyfall, Hangover und Co. die Stars auf jeder Kirmes und gehören gleichzeitig auch zu den höchsten mobilen Anlagen überhaupt. Zusätzlich zu diesen Reisemodellen gibt es aber auch die fest installierte Parkversion. Und die kann es dann, wie im Falle des Nigloland, auch mal auf stattliche 100 Meter Höhe bringen. Und zu guter Letzt darf natürlich ein Hersteller nicht fehlen. Denn die Firma Intermin ist mit Sicherheit der wichtigste und auch einer der präsentesten Lieferanten für Freifalltürme weltweit. Der Grund dafür liegt zum einen in der Innovationsfreudigkeit und zum anderen in der großen Vielfalt an verschiedenen Modellen begründet. Besonders häufig sind dabei die Giant- und Multidrop-Anlagen vertreten. Diese können je nach Wunsch sehr unterschiedlich ausfallen. Zwischen 50 und 120 Metern Höhe sind möglich. Auch die Kapazität kann den Bedürfnissen angepasst werden, da die Türme mit 3 bis maximal 6 Fahrspuren ausgestattet werden können. Ebenfalls sehr variabel kann hier auch die Sitzposition gestaltet werden. Ob normal sitzend, sitzend mit Tilt, stehend mit Tilt oder die gerne als Eierquetscher bezeichnete Flawless Tilt-Version, hier hat man oftmals die Qual der Wahl. Eine dagegen völlig andere Variante ist der Ballistic Tower, welcher in Deutschland wohl den meisten unter dem Namen Mystery Castle bekannt sein dürfte. Hier steigen die Gondeln auf ungefähr 60 Meter Höhe empor. Im Gegensatz zu allen anderen Modellen von Intermin ist diese Version allerdings kein echter Freifall, sondern eher vergleichbar einer Vertikalfahrt mit zahlreichen Auf- und Abbewegungen. Mit nur einem Sturz in die Tiefe muss man dagegen beim Gyro Drop auskommen. Durch die sich während der Auffahrt drehende Gondel bieten diese Anlagen dafür aber noch ein kleines Extra in Form eines Rundumpanorama.
Optional kann die Gondel auch mit unterschiedlichen Fahrgastträgern ausgestattet werden. Bei The Highfall im Moviepark zum Beispiel mit Floorless Tilt sitzen. Die Höhe dieses Typs kann ebenfalls individuell gestaltet werden. Übrigens, wo wir beim Thema Höhe sind. Scream, der in Deutschland mit über 100 Metern als größter Gyrodrop der Welt bekannt ist, besitzt diesen Titel nur, da die Gesamtkonstruktion so hoch ist. Die wirkliche Fallhöhe beträgt hier lediglich gut 70 Meter und ist somit deutlich niedriger als der eigentliche Rekordhalter. Grundsätzlich sehr ähnlich sind auch die Anlagen vom Typ Ringdrop. Der größte Unterschied zum Gyrodrop besteht lediglich darin, dass sich die Gondel während der Auffahrt hier nicht dreht und ein etwas anderes Design besitzt. Das hierzulande wohl bekannteste Exemplar ist Atmosphere. Die Anlage im Liesberg ist mit 116 Metern Gesamthöhe und gut 90 Meter Fallhöhe der aktuell höchste europäische Vertreter dieses Typs. Die neueste und vielleicht sogar aufregendste Kreation von Intamin ist der Skyjump. Der Unterschied liegt hierbei in der sehr spektakulären Sitzposition. Denn der Fahrgastträger wird bei diesen Modellen gleich um 90 Grad nach vorne gekippt, wodurch man horizontal unter der Gondel liegt oder besser gesagt hängt und senkrecht in die Tiefe blickt. Und wie immer bei Intamin sind auch hier sowohl bei der Höhe und Kapazität verschiedenste Ausführungen möglich. So kommen die zwei Einzelgondeln der 2017er Neuheit Icarus beispielsweise auf 95 Meter Gesamt und 76 Meter Fallhöhe. Ja, und das soll es dann mit diesem kleinen Überblick gewesen sein. Und es gäbe dann noch so viele andere Attraktionen bzw. halt Modelle, die ich hätte erwähnen können, aber das hätte definitiv den Rahmen gesprengt, denn es gibt da noch so, so viel mehr. Aber ich denke, so für einen kleinen Vergleich bzw. Überblick ist das schon eine gute Auswahl gewesen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne mal unten eben eure Meinung in die Kommentare schreiben, so was ihr halt zum Thema Freifalltürme grundsätzlich denkt, ob ihr da überhaupt mitfahrt oder ob euch das Ganze halt auch gar nicht so zusagt, ob ihr dann lieber andere Dinge fahrt. Und ich habe auch explizit die kleinen Anlagen mit in dieses Video genommen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch dazu gerne mal Kommentare reinschreibt, denn auch die kleinen Anlagen machen ja definitiv sehr, sehr viel Spaß und haben auch ihre Berechtigung. Selbst Erwachsene können da auch viel Spaß drauf haben und können dann natürlich auch gerne mal sagen, ob ihr überhaupt sowas fahrt oder ob es dann unbedingt die Großen sein müssen und wie da euer Verhältnis ist. Und zudem vielleicht auch noch ganz kurz dann meine persönliche Meinung. Und zwar bei den Kleinen angefangen. Mir persönlich gefallen diese Zierer Familienfreifalltürme sehr, sehr gut, da man halt einfach eine sehr, sehr lange Fahrzeit hat und auch einen extrem hohen Spaßfaktor dabei hat. Also ich finde das Ganze mega cool und das macht immer mega viel Spaß. Ganz besonders, wenn man da halt mit mehreren Leuten drauf sitzt. Und das hat halt so einen Fun-Faktor und ich finde das richtig geil. Und die Dinger, die nehme ich auch immer sehr, sehr gerne mit, wenn nicht gerade eine halbe Stunde Wartezeit ist. Also mir persönlich gefallen die sehr, sehr gut. Mal abgesehen davon, dass ich auch eben leichte Probleme mit der Höhe habe und die für mich da mit 10 Metern Höhe doch sehr, sehr ansprechend sind. Ja, und apropos Probleme Höhe. Genau aus dem Grunde vielleicht sind auch die diversen Vertikalfahrten, seien es jetzt diese S&S Tower oder andere Anlagen derart, auch immer sehr, sehr gern genommen. Denn ich persönlich mag das halt, wenn es schnell nach oben geht und ich eben nicht dieses langsame Aufsteigen auf die Höhe habe und mit jedem Meter mehr meine Höhenangst weiter rauskommt. Und deswegen finde ich diese Anlagen auch eigentlich für mich als Höhenangstgeplagten auch immer sehr angenehm, weil man halt direkt in der Fahrt drin ist und das macht mir auch eigentlich dann immer viel, viel Spaß. Aber wenn wir dann halt von den reinen Freifalltürmen sprechen, auf die ich trotz Höhenangst dann auch das ein oder andere Mal immer mal drauf gehe. Und wenn wir davon sprechen, dann muss ich schon ganz klar sagen, also hat mir persönlich die Anlage Icarus, die konnte mich einfach absolut mega überzeugen. Denn zum einen ist die Anlage auch relativ zügig oben, auch wenn es eher so ein klassischer freier Fall ist, der normalerweise immer was länger braucht. Aber die Anlage ist schon sehr, sehr schnell oben. Und zum anderen hat man da drin auch eine wahnsinnig bequeme Sitzposition. Also man sitzt da wirklich wie auf der eigenen Couch zu Hause und das ist wahnsinnig bequem. Selbst wenn man dann unter der Gondel hängt, sprich in die
horizontale Lage geführt wird, das ist einfach immer noch wahnsinnig bequem und kein Vergleich zu anderen Anlagen, die ich teilweise jetzt nicht immer ganz so bequem finde. Also ich sage da jetzt nur einfach mal The Highfall im Moviepark, und das sind so diese Floorless Tilt-Sitze, die sagen mir persönlich da jetzt nicht ganz so zu. Haben zwar einen ordentlichen Thrill-Faktor, aber sind da nicht meins, und da finde ich halt einfach sowas viel, viel geiler. Und apropos geil, die Aussicht bzw. die Sitzposition bei Icarus ist natürlich mega. Wenn man dann einfach gekippt wird und selbst für mich, wenn ich mich dann nach 1 bis 2 Sekunden an die Höhe gewöhnt habe, ist das einfach nur Mörder. Dieser Ausblick senkrecht nach unten am Turm runter und einfach so in die Tiefe zu starren, das ist einfach geil und das erhöht einfach den Thrill-Faktor noch so immens und das ist einfach nur richtig, richtig geil. Also anders kann ich das definitiv nicht beschreiben und genau aus dem Grunde ist für mich persönlich auch Icarus ja der Sieger in diesem Vergleich, auch wenn es eben kein direkter Vergleich werden sollte, aber zumindest halt mein persönlicher Favorit, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne unten eure Favoriten reinschreiben. Ich würde mich drüber freuen und das soll es dann jetzt an der Stelle wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich nur noch von euch und sage tschüss, viel Spaß noch hier auf YouTube und ja, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.